Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. So, ich habe hier die Nacht im Auto verbracht. Condition ist, ich bin fast wie neu, 99%. Ja, mal gucken, wie wir jetzt hier rauskommen. Da ist die Tür. Es ist noch sehr früh, es ist 7.14 Uhr. Und ich will aber trotzdem mal sehen, ob wir nicht einfach mal rausgehen. Ich bin komplett voll beladen. Das ist, ich will jetzt nicht sagen ein Problem, aber wenn hier noch Loot ist, ich glaube aber hier war auch nichts Wichtiges mehr für uns, dann, gut, wir können ja auch öfter mal hin und her pendeln, weil hier gibt es auf jeden Fall auch noch Holz. Das ist gut. Ja. Nicht, dass hier doch noch irgendwo eine Waffe ist. So, gucken wir mal raus. Ich würde ganz gerne zurück zu meinem Haus. Ich glaube, es sind ein paar Candy Bars, oder? Obwohl, habe ich da nicht alles mitgenommen? Ich muss mal gucken. Und würde mir gerne... Ach, wie schön. Foto von den Vögeln, Foto von den Vögeln. Ah, schade. Ja, würde ganz gerne zu meinem Haus zurück und mir ganz gerne, wenn ich bei mir bin, mal versuchen, einen Bären zu schießen. Man hatte mir, das ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Tage her, in den Kommentaren geschrieben, dass so ein Bär durchaus mal eben 30 bis 40 Kilo... Ah, zwei Wölfe, okay. Drei Wölfe. Okay. Ja, an so einem Wolf bin ich jetzt gerade nicht interessiert. Einfach weil ich kann nichts mehr tragen. Und ich würde ganz gern erstmal den Wolf, den ich noch in den Taschen habe, wegpacken. Lockt Fleisch nicht auf Wölfe an? War das nicht so jetzt? Riechtechnisch? Wir kreischen da hinten schon. Versuchen wir uns mal auf diese Seite von dem Schneewall zu halten, in der Hoffnung, dass sie uns nicht bemerken. Und dann werden wir von rechts angegriffen. Pass mal auf, so wird das kommen. Wie sieht das? Okay, du hast geht gerade schnell hoch. Ein bisschen vorsichtig muss man sein. Ich möchte jetzt auch nicht so sinnlos Kugeln vergeuden. So ein Bären... Der kann wohl mal auch drei Kugeln einstecken. Soll aber auch nicht so wahnsinnig schnell dabei sein. Und man soll relativ nah an so einen Bären rankommen, bevor er anfängt, einen anzugreifen. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Das sind alles sehr wahre Aussagen. Wie viel Meter ist nah und wie schnell ist, so schnell ist er gar nicht. Wenn er einen allerdings erwischt, war es das auch. Also... Irgendwie ein Prankenhieb und man ist auf 15% und du kommst da auch nicht mehr irgendwie raus aus der Kiste dann. So, hier müsste ich doch irgendwie richtig sein. Da drüben links müsste irgendwo mal mein Haus kommen. Moment, was läuft denn da über die Wiesen? Ein Hirsch. Die gibt es ja auch noch. Idealerweise treibe ich nochmal einen Hirsch in einen Wolf. Das wäre vielleicht mal was. Ich würde sagen, ich treibe den Hirsch mal eben kurz vor mich hin. Dann rennt er schon mal in die Richtung da, wo vielleicht mein Wolf ist. Und ansonsten... Looks like I made it through another night. Ja, das fällt ja immer früh auf, Mädchen. Ich meine, es ist hallo, es ist 8 Uhr, durch. Ja, eine weitere Nacht geschafft. Ich sag, ich finde mich ja momentan durchaus zäh, dass ich immer noch lebe. Aber das Ganze ist, glaube ich, momentan auch nur noch eine Frage der Zeit. Also, bis ich keine Munition mehr habe. Ich könnte natürlich auch mal versuchen, so einen Wolf per Hand zu killen. Dieses Kaninchen nehmen wir mal mit.
halt auch. So, das ist weg. Die Snare, Take und Equipment, Place. So, vielleicht können wir uns ja nochmal eine zweite herstellen. Also da scheinen jetzt ja mittlerweile auch Kaninchen reinzurennen. Das ist ja schon mal ganz gut. Bist du wohl zugehen? Okay. So. Jetzt überlege ich, wo denn dieser eine Bär war, den ich da gesehen habe. Okay. Food and Drink. Cat Tails. Halbes Kilo. Die behalte ich mal. Energy Bar. Rabbit Raw. Die müssen weg. Die wiegen unheimlich viel. So viel Wasser brauchen wir auch nicht. Wir packen mal 1,5 Liter weg. Die Condensed Milk packen wir mal weg. Was haben wir denn hier noch? Transfer all. Transfer. So, das. Ah, ich habe da echt Wheatland Wood drin. Okay, alles klar. Ich habe ja auch alles da reingeschmissen, ne? Rabbit Pelz, den nehmen wir mal mit. Reclaim Brood. So. Gut. Dann kommt das hier in unseren Schrank rein. Wir sortieren ihn mal ein bisschen um. Bandagen, Transfer, Painkillers. Da reichen ja wohl auch die Hälfte. Antiseptik kann mal einer weg. Da werden wir hier gleich mal anfangen müssen, Sachen zu reparieren. Newsprint kann weg. Wood. Die Mushrooms, das Scrap Metal. Tool. Was haben wir denn hier? Magnifying Lens. Das habe ich doch bisher auch noch nicht gebraucht. Das packe ich auch mal zurück. Ich habe nicht mehr wirklich viele Streichhölzer, ne? Lantern Fuel. Ach, das wiegt ja auch 1,5 Kilo. Geht okay. Naja, Streichhölzer habe ich vielleicht noch woanders rumliegen. Das könnte durchaus sein. Trinken wir mal was? Eigentlich wäre mein Plan jetzt gewesen. Eigentlich wäre mein Plan gewesen, jetzt mal rauszugehen und dann in Richtung Fluss zu gehen, weil da ja auch mal ein Bär war. Aber jetzt nicht, wenn es draußen stürmt. Das ist vielleicht nicht so doll. Es ist gerade sehr kalt, ne? Ja, geht noch. Das war auch schon mal kälter. Wir machen jetzt mal folgendes. Forage Wood, Softwood, Hardwood. 20 Minuten. Tool. Ja, ich habe kein Tool, ne? Aber dann kann ich doch gleich Hardwood nehmen. 2 Stunden. Machen wir erstmal 1 Stunde. Mal gucken, wie kalt mir in der Stunde wird. Wahrscheinlich nicht so dolle, was ich da gerade mache. Geht noch. Für Firewood habe ich jetzt. Okay, Forge Wood. Dann nehmen wir nochmal Softwood. Mit einer Axt würde das viel schneller gehen. Ich überlege gerade, habe ich da jetzt eine Hatchet oder habe ich da keine? Ich glaube, ich habe keine Hatchet. So, jetzt ist mir auch kalt. Wenn ich Glück habe, ist da schon ein neues Kaninchen reingelaufen. Nee, das ist immer noch das alte.
Jetzt wird es aber auch ungemütlich. 11 Uhr. Mach zu. Die Tür. Was ist das? Okay, die ist ausgebrannt. Ja, schade, es gibt ja keinen Loot Respawn. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Feuerholz. Hier ist ja auch noch welches drin. Ich muss jetzt ja sowieso warten. Wenn mir nicht alles täuscht, muss ich eh warten. 2,5 Kilo. Okay, während für Firewood technisch kein Hartholz ist, brennt es aber wie eins. But doesn't burn for long. With aromatic glow. Moment, was brauche ich denn zum Reparieren von Waffen? Cedar für Firewood, ne? Ich weiß es nicht. Ich pack das hier erstmal weg. Und dann kochen wir uns mal eben unser Kaninchen. Jo, eigentlich nur das Kaninchen. Ja, mehr haben wir nicht. Wir könnten hier... habe ich hier noch... ach guck mal, habe ich hier noch mehr. Transfer All. So viel brauche ich aber, glaube ich, gar nicht. Leather, Pryber, Rabbit Pad, Reclaimed Wood, Rose Hip, Transfer All. Jo. Ach, die Fackel habe ich ja immer noch. Vielleicht dann, um die Wölfe zu vertreiben. Tinderplug. 6 Cardboard Matches. Das ist nicht gut. Ich habe hier dieses Vergrößerungsglas, mit dem ich auch Feuer machen kann. Aber nur draußen. Aha. Und das ist ja eine schwierige Sache. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr in so einer Hütte gehen wird. Doch mal unser Kanin fertig. Echt jetzt, so ein Kaninchen braucht genauso lange wie so ein Stück Wolf. Das finde ich aber nicht gut. Ich glaube, das brauchst du auch noch länger, oder? Mal gucken, war der Bär denn... Da bin ich von hier aus losgegangen oder bin ich von der anderen... Ich glaube, ich bin von der anderen Farm aus losgegangen wegen des Bärens. Ich glaube. So sieht das, glaube ich, aus. Ich glaube, da bin ich von der anderen Farm aus weggegangen. Okay, dann machen wir uns nochmal 2 Liter zu trinken. Da habe ich auch nicht mehr viel. Jetzt höre ich auch draußen keinen Sturm mehr. Vielleicht können wir ja gleich mal los. Und vielleicht klappt das ja auch nochmal mit der Bunkersuche. Das wäre ja auch nicht schlecht. Komm, 40 Minuten müsste für einen Liter fast gehen. Ich glaube, mir fehlen 2 Minuten. Bin mir nicht sicher. Riskieren wir es. Sonst habe ich halt nur 0,8 Liter abgekocht oder so. Go, 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 go. Nö. Das funktioniert, seht ihr? Und da brennt das jetzt langsam aus. Jetzt habe ich nämlich auch richtig Hunger und Durst. Und das meine ich damit. In der Zeit, wo ich es herstelle, verbrauche ich auch so viele Kalorien, dass ich das ganze Kaninchen auch gleich schon wieder vertilgen muss. Das ist schwierig, finde ich. Dann müssten sie meines Erachtens nach irgendwie nochmal nachbessern. Das finde ich gerade sehr schwierig. Rose Hip, da habe ich ja immer noch so viele. Transfer All. Ja, ich weiß, jetzt packe ich das Holz da rein. Das ist nicht Sinn der Sache. Food and Drink.
packen wir mal 2 Liter rein. Ich will ja gar nicht so weit weg. Die sind gut. Die sind echt gut. Immerhin immer 200 Kalorien. Das ist wirklich gut. Das hilft schon sehr, dass ich die habe. Gucken wir mal raus. Ich bin doch letztens zu diesem... Ich wollte meine Kleidung ja auch irgendwann mal reparieren, ne? Da hoppelt wieder ein Kanin. Hoppelt da auch ein Kanin? Oder was ist das? Nee, das ist ein kapitaler Hirsch. Nee, oder ein Reh. Nee, das ist ein Hirsch. Ja, wenn da jetzt mal ein Wolf wäre, wenn man denn einen braucht, ist keiner da. Ne? Immer dasselbe. Vielleicht können wir den Hirsch über den Berg schicken. Ja, so die Richtung wäre ganz gut. Na na, du wolltest zurück, ne? Das ist nicht Sinn der Sache. Du sollst da schon rüber, irgendwie. Ah ja. Bist auch gefangen, ne? Weil du nicht springen kannst, ne? Geht dir ja nicht anders wie mir. Nicht in die Richtung. Genau dahin will ich dich haben. Da waren vorhin Wölfe. Wo ist denn jetzt der Hirsch hin? Condition geht auch schon wieder runter. Mal gucken, ob der von der Brücke gehüpft ist, der Hirsch, oder ob der hier entlang rennt. Da rennt der Hirsch. Das ist gut. Du rennst aber noch in die falsche Richtung, Junge. Du musst weiter nach rechts. Gib den Wölfen eine Chance. Oh, wo rennt der denn ganz hin? Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Da renne ich ihm doch einfach mal hinterher, oder? Er weiß, was mich hier erwartet. Wahrscheinlich nix. Nee, hier ist nochmal dieser Fluss, wo eventuell ein Bunker hätte sein können, wo ich aber auch nirgendwo eingesehen habe. Also das müsste ich nochmal mit einer Karte versuchen. In der Hoffnung, dass ich die jetzt besser lesen kann. Von der Scheune aus hinten links, da war glaube ich ein Bär. Wie spät ist es denn? 16 Uhr. Also wenn ich den Bär nicht gleich morgens treffe, kriege ich den noch im Leben nicht mehr ausgenommen. Da vorne, da wo ich auch ein Haus vermutet habe. Ich glaube da vorne in den... Na, also dann werde ich da wieder übernachten müssen. Hier sind viele Kaninchenställe. Ich habe jetzt natürlich kein Gat dabei. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, um diese Uhrzeit jetzt noch diesen Bären da jagen zu wollen. Weil ich muss ihn auch noch ausnehmen können. Und übernachten würde ich lieber zu Hause, weil da habe ich mein ganzes Essen. Da vorne ist ein Hirsch. Vielleicht wird der ja von dem Bär gerissen. Erschöpfung nimmt langsam zu. Schwierig, ich weiß es nicht. Nachgeladen haben wir. Ach, das ist die eine Hütte, die ich meinte.
Oh, ja, das ist leider auch kein richtiges Haus, sondern nur eine verbrannte Hütte. Hier irgendwo da vorne war der Bär. Lonely Homestead. Genau, die habe ich gesucht damals. Super, da ist nichts. Da ist auch nichts. This will come in handy. Und hier können wir doch nicht rein. Das wissen wir doch schon. Okay. Liegt einfach so ein gekochter Hase auf dem Boden? Liegt denn hier noch was rum? Holz liegt hier rum. Schade, dass wir da nicht rein können. Das ist wirklich schade. Also wir haben gesehen, da ist leider nichts. Und der Bär ist auch nicht mehr da, wollte ich sagen. Da ist der Bär. Nee. Den muss ich mir einen anderen Tag holen, weil ich trage jetzt zu viel mit mir rum, mit dem Holz schon. Was mache ich jetzt? Trinken müsste ich noch für die Nacht haben. Ich habe so ein paar Salty Crackers. Könnte reichen, um die Nacht zu überleben, nächsten Tag hier hinzukommen. Dann den Bären zu schießen. Das könnte klappen. Okay, das wäre dann wohl mein Plan. Aber in erster Linie muss ich gleich erstmal leider schon wieder schlafen. Dann gehe ich mal zurück hier in die Scheune. Das ist der am nächsten gelegene Ort. Holz kann ich mir dann auch noch besorgen. Ich glaube, so 8 Stück Holz gibt es da drin noch für mich. Okay, dann würde ich die Folge an dieser Stelle mal beenden. Plan für nächsten Tag steht. Ich finde den soweit auch ganz gut. Und dann kann ich mir hier aber wenigstens nochmal einen Newsprint eben aufsammeln. Und nach anderen Sachen gucken, weil es kann sein, dass ich hier oben auch noch eine Zeitung liegen habe, die ich noch nicht verarbeitet habe. Das wäre durchaus im Rahmen des Möglichen. Hier ist auf jeden Fall nicht kalt drin. Bei 9 Grad kann ich auch gut schlafen, auch im Auto. Und ich muss mal meinen Schlafsack nicht kaputt machen. Ach guck mal, hätte ich mal die Pry-Bar mitgenommen, ne? Ich würde sagen, dann... ja, die Pry-Bar liegt drüben. Buch, das können wir auch noch mitnehmen. Und Quality Tools, die nehmen wir auch mit. Habe ich doch noch Sachen hier liegen lassen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Okay, ich sammle mich schon wieder fest. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mich wird's freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss.